Das ist ein Erkundungsjob. Mach keinen Lärm. Mach keinen Lärm. Mach ich Lärm? Nö. Habe ich Lärm gemacht? War ich zu laut? Was, wenn ich hier hochgehe? Okay, bin drin. Sehe ich. Der Kamionett. Check ihn. Okay. Kamera im Korridor. Vermeid. Vermeid die nicht. Mach die tot. Ist die an? Ich dachte, die Mall ist seit Jahren verlassen. Jetzt nicht mehr. Die Animals haben sie repariert. Hab ein heißes. Warte, wer war das? Was glaubst du? Der Runner, den wir suchen, wollte dich hacken. Der Extra ist von uns. Ist erstmal alles okay. Also, weiß er, dass ich hier bin. Ist doch okay. Der Agent versucht, dich zu blockieren. Ich blockiere den auch gleich. Hast du schon mal was von persönlichem Raum gehört? Hier verpasst sich eine Faust, Lobotomie! Zeigt er sich hier dahinter auch mal? Fände ich. Also, wie gesagt, ich hätte gern meinen Schalldämpfer zurück, aber das macht richtig Wumms hier. Das finde ich ziemlich cool. Warte, hier ist noch Loot. Komm raus, dann geh ich in den Kleinen ab.
Guck mal, da reichen 2 Headshots. Bei dem nicht. Sieht's aus. Kurz nach unten geguckt, machen die das Tor zu. Wollt ihr den Loot auf der Rolltreppe holen? Bereit oder nicht? Jetzt komm ich! Wo? Im Schatten eines Atombombs ist ein Drama, das im 20. Jahrhundert Irland spielt und wird schon als Meister der Apokalypse-Kultur gehandelt. Bin schon draußen. Nachrichten. Danke, dass Sie M54 eingeschaltet haben. Was machen die immer mit ihrem Bein? Warte, hier ist blauer Loot. Nee, das ist unter der Rolltreppe. Moment. Oh, falsche Taste. Ich wollte... Warum habe ich jetzt nur noch 2... Hä? Hä, Moment, warum? Nee, 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 nee. Welche Waffe hatten wir denn hier ausgerüstet, Chat? Die? Nicht mit Nahkampf hier. Also Nahkampf, das vergessen wir gleich mal. Die Haupthalle. Finde den Kamionett. Mehr sind hier nicht. Oh, das ist nicht gut. Hier ist explosiv. Jetzt kommen wir uns zurück!
Ihr sollt mir nicht so nachkommen. Schön viele. Ich steck euch mal kurz an. Okay, Bewegung. Wieso sind da plötzlich fünf? Gerade eben war da bloß einer. Quetsch die Lampe auf! Noch mehr. Ich trete dir den Staub! Jetzt springt er gleich wieder hoch. Doch nicht. Okay. Looten. Also ich fand das schon sehr leise. Breach Code. Wir versuchen die unteren beiden. WD 1C 55, 55, 1C. E9 fehlt. WD 1C 55, 55, 1C. Fehlt wieder die E9. WD 1C 55 55 1C. Komm dann nicht zur E9. WD 1C 55 55. Hier, warte. WD1C55. Ach nee, scheiße, da ist oben die E9. Entschuldigung. Ja, dann machen wir obere und mittlere Reihe. E9, BD, 1C, 55.
Meine untere Reihe ist eigentlich immer die beste, aber ich glaube, so viel leveln wir jetzt hier eh nicht mehr. Ich mag dieses Stillleben dieses Bildes. Bitte interpretiert dieses Bild. Was sagt uns dieses? Was sagt dieses Bild aus? Dieses Kunstwerk. Achso, die bleibt ja nicht für immer aus, ne? Oben ist noch Loot, oder? War der unten? Hier drüben? Verratet mir doch mal, was ihr machen würdet, wenn ihr ein Waffenhersteller wärt und die Endless Arms und die freien Staaten stünden kurz vor dem Krieg. Eine Idee? Ihr macht es. Nee, das Blaue ist unten. War das die letzten Folgen, letzten Streams auch immer so, dass die in den ulkigsten Positionen rumlagen? Okay, bin am Van. Kein Zeichen vom Runner. Ich sehe alles, also sei still. Verbinde dich mit dem Wagen. Wo du schon mal hier bist, sagst du mir vielleicht, was wir sehen? Datenflugkarte von Pacifica. Sie wollen Aguel. Wer sind Sie? Netwatch. Sie sind immer hinter uns her. Wonach suchen Sie genau? Interne Datenspeicher. Wenn Sie unsere Eis durchbrechen, holen Sie sich Aguel und das ganze Netz. Wie damals bei Bartmos. Okay. Was soll ich machen? Den Agenten erreichen. Jetzt finden wir ihn leicht. Sieh auf die Karte. Er ist im Kino. Tritt beiseite. Das ist nicht dein Krieg. Moment. Was ist passiert? Wir werden rausgedrängt. Der Runner weiß, dass du hier bist. Hol ihn dir. Könnt ihr ihn nicht übers Netz erledigen? Er ist bestimmt mit dem Van verbunden. Ich kann seinen Schutz nicht durchdringen. Du musst ihn finden. Ihn stellen. Okay. Was mache ich, wenn ich ihn hab? Sag ich dir dann. Der Agent versucht, dich zu blockieren. Mhm. Hinter dem Kamionett ist ein Tor. Ich mach auf. Wo ist Tor? Okay, jetzt zum ersten Stock, dem Kino. Oh, das ist wieder so ein Special. Du kriegst gleich Gesellschaft. Scan sie sofort. So schlimm, ha? Huh? Sie muss eine Schwachstelle haben. Aus meiner Meute gehen können. Komm schon, Audi! Habe ich jetzt die ganzen Cyberpsychos am Arsch?
krieg keinen Schaden. Warte, die heilt sich sofort wieder. Was muss ich machen, Chat? Kann ich die überhaupt besiegen? Wird die nicht mehr halten können. Er ist im selben Somewhere wie die Alpha. Erledigt ist. Willst du mich verarschen eigentlich? Die heilt sich ja instant wieder hoch. Dass ich das Ding auf dem Rücken zerschießen muss. Den geht aber nicht kaputt. Geht bei ihr nur Nahkampf? Ich hab's gerade noch nicht ganz verstanden. Oh. Sie geschwächt. Jetzt kommt aber der Netrunner. Ist klar.
natürlich irgendwie ein blöder Zufall jetzt. Scherben. Nicht hängen bleiben. Dass ich genau heute die beiden Quests abschließe, wo hier so ein Bossfight am Ende ist. Ich glaube, die hat genug. Okay. Das Heilungsding hat ziemlich viel ausgehalten. Ich dachte erst, es bringt nichts, da drauf zu schießen, aber doch. So. Hoka, du bist immer... Die lebt ja noch. Die wackelt noch. Die kannst du dir noch holen. Mein Auge juckt. Nicht, dass jetzt mein Auge mich beeinträchtigt im nächsten Bossfight. Kompromittiere ihn. Wir brauchen Zugang zu ihren Daten, klar? Du musst zuerst... Placid? Wow, hey. Sachte. Was hast du gemacht? Jetzt können wir ungestört reden. Agentin? Hab die Verbindung zum Rest von Pacifica getrennt. Agentin? Ich bin nicht hergekommen, um zu reden. Du hattest deinen Spectre, oder? Er hat dich beobachtet und du hast seine Befehle befolgt. Keine Ahnung, was die Voodoo Boys zahlen, aber unsere Taschen sind tiefer. Kein Interesse. Mir geht's nicht um Geld. Mir geht's um Maman Brigitte, die Voodoo-Chefin. Jetzt hab ich's verraten. Brigitte und ihr Schuss und Tine-Tune sind seit Tagen kaltgestellt. Seit wir ein Eis um ihr Subnet gelegt haben. Und du? Du wurdest geschickt, um sie zu befreien. Weißt du, warum sie dir Sachen verschwiegen haben? Weil du ein Ragnon bist. So nennen sie Außenstehende, die sie für spezielle Jobs reinholen. Fußabtreter. Wenn sie dich nicht mehr brauchen, wirst du entsorgt. Wie alle Ragnons. Hast du Beweise dafür, dass die Voodoos mich reinlegen wollen? Wollen? Das haben sie schon. Als du dich verlinkt hast, haben sie dir mit dem Spectre ein Virus untergejubelt. Woher will der Wichser das wissen? Der will dich doch offensichtlich manipulieren. Das hätte ich gemerkt. Hast du Beweise? Hättest du das? Dann sieh selbst. Lass eine Systemdiagnose laufen. Hoka ist übrigens deine neue Frau, ist eine Netwatch-Agentin. Wenn ich jetzt die Diagnose starte, werde ich dann killed? Die Zeit rennt dir davon. Na gut. Bestimmt, oder? Der greift mich doch jetzt an, während ich